Hawk muss mal kurz zum... Ach nee, diese Mokotan machen wir zur Aufseherin. Ja, ich hab gespeichert. Ja, alles gut. Okay, hier ist ein verrückter Leguan. Aber das ist uns ja an sich ziemlich egal. Gut, das ist der Emitter. Bewacht von einem Andrew Sarchus. Ich weiß nicht, ob wir den treffen wollen. Kaputt. Ein Psycho-Emanator, was ist das? Oh, das ist ein geiles Ding. Das ist ein sehr, sehr geiles Ding. Das verbessert die Stimmung. Cool. Den nehmen wir mit. Und 6 Hightech-Bauteile. Alter. Das ist ja mega. Das hat sich super duper gelohnt. Vielleicht könntest du ja das Geschütz dort wieder aufbauen, wenn ein großer Raid auftaucht, sodass die Maschinen gegen die Raider kämpfen können. Ja, das ist der Plan. Wobei ich hoffe, dass vorher einfach mal eine Karawane vorbeikommt. Wir gehen jetzt öfter raiden, Leute. Wenn wir irgendwie können und irgendwas in der Nähe haben, dann gehen wir raiden. Dann greifen wir... Ich meine, die Städte greifen wir nicht an, dazu sind wir zu schwach noch. Aber... Wenn irgendwas Cooles in der Nähe ist, dann holen wir uns das. Die Leute sind wieder da. Ja, das wird der ist halt echt doof mit dieser Mokotan. Wir können der keine Kleidung geben, ne? Ich kann jetzt zu der auch nicht sagen, Mokotan. Zieh dir doch mal... Was, doch, das kann ich. Ich kann es zwingen. Dann kriegst du ja Mut-Debuff wahrscheinlich, ne? Weil freiwillig zieht die sich nichts an. Ich weiß nicht, wieso. Aber jetzt läuft das hier, ne? Also jetzt rennen sie da nicht mehr rein, Gott sei Dank. Und die hat irgendwie eine unbeliebte Waffe, habe ich gesehen, oder? Ja. Was mag die? Knüppel mag sie offensichtlich nicht. Ja, dann nimm doch die Rebel Pistol. Vielleicht magst du die. Die mag sie. Sehr gut. Die findet sie gut. Dann nehme ich ihr jetzt das Aufsehen wieder raus. Die soll Jensia zu unserem Glauben bekehren. Habe ich das schon eingestellt? Nee, ne? Das habe ich noch gar nicht eingestellt. So. Okay.
Was wir bräuchten. Wobei, wir haben hier noch genug Schiefer. Wir können hier noch den Boden einbauen. Wenn ich ihn finde, den Boden. Böden. Mensch, Bombi. Schiefer. Dann sieht der Spaß hier nämlich jetzt auch mal annehmbar aus. Oder annehmbarer. Den Aufenthaltsraum machen wir auch noch hübsch. Den machen wir dann aus Granit. Aber da hauen wir schon die feinen Sachen rein, oder? Dann machen wir hier die. Machen wir poliert. Machen wir polierten Granit rein. Mal so ein bisschen auf das Glück unserer kleinen Kolonisten gucken. Plattenrüstungen sind fast fertig. Da werden wir, denke ich mal, dann auch welche bauen. Es sei denn, wir können schon Schutzausrüstung. Doch, wir müssen, glaube ich, die Schutzausrüstung schon können, ne? Ja, da ist die Schutzausrüstung. Das heißt, wir lernen dann gleich die Schutzausrüstung. Hier haben wir noch ein Bäumchen. Das möchte ich haben. Und jetzt überlege ich gerade. Hier hätten wir durchaus ein Geysir. Also es könnte sich schon lohnen. Wir werden sicherlich hier irgendwie ausbauen dann eines Tages. Das könnte sich lohnen. Wenn wir das dann auch mal erforschen. Aber jetzt erstmal die Schutzausrüstung. Holzfällerlager. Aha. Das gefällt mir. Das werden wir angehen, glaube ich. Stoffernte ist auch wieder da. Wunderbärchen. Irgendwann müssen wir auch noch Drogen pflanzen, damit wir Geld bekommen. Ah, das hat noch Zeit. Wo ist die 9. Folge? Meinst du von RimWorld? Die kommt, wenn sie kommt. Morgen wahrscheinlich. Wenn die 8. schon draußen ist. Ja. Dann kommt morgen die 9. und übermorgen oder überübermorgen die 10. Da sieht man dann alles, was bis hierhin passiert ist. Ist nicht viel. Also doch eigentlich schon. Das sieht prima aus jetzt hier. Hier noch Granit rein, hier noch Granit rein. Dann spoilere ich mich gerade, oder? Minimal. Ganz minimal. Wie gesagt, so viel ist nicht passiert in der Zwischenzeit. Wir haben einige Taktiken ausprobiert, wie wir die Leute hier loskriegen, die Nachbarn, aber Räumungsklage hat nicht geklappt. Aber ansonsten ist echt nicht viel passiert.
Aber ja, ich achte künftig wieder stärker drauf, dass ich echt nur streame, wenn die Folgen ausgehen. Aber ich habe jetzt so lange schon kein Rimworld mehr gestreamt gehabt. Dass ich heute mal wieder wollte. Oh, warte, jetzt wird's spannend. Ja, ja. Thrombos, ist es mir wurscht gerade. Komm, ballert die weg. Ballert die weg. Mach die Kacke. Versuch was wert. Aber wieso werden die anderen nicht sauer? Den anderen scheint's voll egal zu sein. Komm schon, Exodusreich. Macht mal was. Hüpft mal. Müssen wir die echt... Ja, ich kann sie leider nicht komplett da reinschicken. Das ist das Problem. Aber komm, jetzt. Komm, baller rein. Ach, ihr Langweiler. Jetzt, komm, ja. Los, schießt sie weg. Schießt sie weg. Komm! Mit Hoches! Oh Gott! Musos brennt! Die werden uns ein bisschen hassen. Aber hey. Ein bisschen Schaden kam wieder rein auf die Dinger, ne? Das ist so... Es tröpfelt so ein bisschen hinein. Und unsere Kolonisten halten sich brav fern. Und putzen nur am Rand. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, ein paar Leichen mehr da drin. Ah, die Bäume brauchen echt lang. Okay, jetzt schauen wir mal. Wir haben noch 748 Schiefer. Das ist zwar nicht der Brüller jetzt, aber ich... Obwohl, warte, haben wir noch mehr Granit? 748 Schiefer. Ne, wir haben weniger Granit. Also machen wir hier einen Schieferboden noch rein. Dann ist die Küche auch ein bisschen schicker. Dann sind die Köche nicht mehr ganz so pisst. Und wir gönnen uns jetzt mal eine Schlachterwerkbank, oder? So eine Hightech-Elektrobank. Schön mit einem Sessel davor, der dann bestimmt nicht blutverschmiert ist nach ein paar Tagen. Und damit es hier ein bisschen schneller geht, bauen wir uns noch eine Küchenspüle hin. Gut, wir schlachten alles. Alles. Für immer und ewig. Alles. Außer Alien-Leichen. Keine Alien-Corpses. Damit wir nicht wieder Alien-Fleisch haben. Können wir den Schlachtplatz hier abreißen und den Arbeitsplatz brauchen wir auch nicht mehr. Dann lassen wir jetzt mal ein bisschen, werfen wir jetzt mal ein bisschen die Produktion hier an. So, hier machen wir das hin. Auch mit einem schönen Sessel davor.
Elektrische Schmiede brauchen wir nicht unbedingt, aber nehmen wir auch mal mit. Was wir haben, das haben wir. Und leisten können wir es uns auch. Glaube ich. Aber schaut gut aus. Ja, wir haben genug Stahl. Sehr gut. Können wir mal gucken. Ah, so ein paar Repetiergewehre. Wer ist denn unser bester Arbeiter? Hawk. Hawk macht halt echt alles, ne? Aber lassen wir den Hawk mal zwei Repetiergewehre hier herstellen. Das macht unsere Truppe auch ein bisschen schlagkräftiger. Und der braucht hier noch einen zweiten Mechanikerschrank. Und einen Mechanikerschrank kriegt er auch noch. Und hier machen wir noch einen Schmiedeschrank hin. Forschungsanfrage. Die Blue Moon Corporation möchte, dass wir ihnen einen guten Forscher schicken. Wer kann denn gut forschen? Ich guck mal eben. Das ist gar nicht so schlecht, wenn wir das so machen. Ich glaube, Sergei kann halbwegs vernünftig forschen. Wir schicken den Sergei. Wir schicken den mal Sergei vorbei. Passt. Tschüss, Sergei. Die haben wir aber eingeteilt, ne? Ja. Ach, die ist gerade kaputt. Warum ist die kaputt? Ist die ausgerastet, oder? Oh, Entzug. Die ist auf Entzug. Ah, Reisende wünschen sich Almosen. Oh, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Das ist ein ganz schlechter Move. Tilsium, mögen uns die? Ja, die hassen uns wahrscheinlich noch nicht. Ach so, das sind einfach nur Bettler. Okay, da füttert sie schon. Ja, lass sie mal kommen. Wir schauen uns die mal eben an. Der hat ja eine schöne Frisur, der Skleros. Aber, naja. Ja, wobei, der ist gar nicht mal so mies. Langsamer Lerner. Oh, der passt am besten zu uns. Aber einfache Arbeit wird verweigert. Das finde ich nicht so geil. Also, wir brauchen keinen von denen. Wir töten die alle. Oh, Moment. Erstmal haben wir uns noch um was anderes zu... Oh Gott. Ein Riesenrudel an Igeln. Ja, die sollen die Bettler fressen. Warte mal, die Bettler sollen da. Die sollen die Bettler futtern. Wilcox? Nein. Nein. Bleib mal da. Lass sie mal kommen. Die Bettler freuen sich. Wir gehen schon mal auf Gefechtsstation. Einfach mal warten. Dann gehen wir da unten raus. So, und jetzt ballern wir die weg. Sehr schön, die ersten sind tot. Firing Frenzy.
Yes. Okay, alle tot. Die Igel haben die Dinger angegriffen. Das ist geil. Das ist sehr gut. Oh, hups. Ich glaube ich... Ah, das ist nur ein Versehen. Okay. Ja, lass die verenden. Schön. Wer ist denn fürs Schlachten zuständig? Ich hätte die schon gerne frisch. Die sollen frisch sein. Kazumi, oder? Ist die Köchin? Ja. Kazumi, was ist da los? Warum schläfst du? Hier gibt's einen Haufen zu schlachten. Jetzt aber ZZ. Da muss heute eine Nachtschicht, solange das Fleisch noch frisch ist. Oh, das ist voll grausam, ne? Der verblutet hier so schön. Wobei zum Schlachten, glaube ich, können wir auch einfach Loser einteilen, oder? Loser! Altes Haus. Ach, sind das keine Menschen? Das sind doch Menschen. Ah, hier ist ein toter Mensch. Okay, das ist wahrscheinlich das Problem. Jetzt geht's, okay. Ah, 11 Stunden hat er noch. Er wird gut schmecken. Die sind nice. Haben ein bisschen Drogenzeugs dabei. Oh Gott. Oh Gott, Luciferium. Gar nicht gut. Können wir die überhaupt zähmen? Ich würde die ja echt gern zähmen. Der hat 10. Kazumi hat 10. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen für diese Vögel. Wir können es versuchen. Obwohl, was fressen die? Früchte und Samen, Flüssigkeiten, Trockenfutter. Mal gucken, Mindeststufe Pfleger ist 9. Giftige... Oh Gott, nee. Ich lass die mal. Ich lass die mal in Ruhe, glaube ich. Wir könnten sie umbringen, mache ich aber jetzt auch nicht. Ich will eigentlich das Luciferium nicht bei mir haben. Oh, ein... Oh, gut, sehr gut. Da kommen Waffenhändler. Die Spannung steigt. Was wird passieren? Oh ja, die ersten gehen angreifen. Oder auch nicht. Oh, jawohl! Oh, keine Fortschritte, aber trotzdem 5000 intellektuelle Erfahrung. Das war ein guter Angriff, glaube ich. Die sind ein bisschen sauer jetzt, aber das macht nichts. Wir haben eine leichte MP bekommen. Sehr schön. Die haben gut was abbekommen jetzt. Geil! Gute Schlacht, weiter so.